Der Karostar, bekannt als Musikhochburg Hamburgs. Genau hier sitzt auch das Organisationszentrum von Operation Ton. Rock City heißt e.V. und Kopf des Vereins ist Andrea Rothaug. Operation Ton soll uns so ein bisschen zeigen, wie wir die musikalische Zukunft selbst in die Hand nehmen können. Der Markt ist so, wie wir ihn kennen, nicht mehr ertragreich für Künstler. Künstler werden immer ärmer. Die wirtschaftlich autarke Kette, so wie wir sie mal gekannt haben, funktioniert eben so nicht mehr. Das heißt, wir brauchen neue Ideen. Wir wollen Prediger auf die Bühne holen, die von dem überzeugt sind, was sie da tun und uns motivieren und neue Ideen implantieren und dies auf eine recht radikale Art und Weise. Das heißt, sie werden nicht nur sprechen über das, was sie tun, sondern sie werden uns auch zeigen, was sie tun. Viele performen auch und machen ungewöhnliche Dinge. Das heißt, es kann sehr spannend werden. Ja, guten Tag, ich bin Carsten, ich bin Musiker bei der berühmten Band Superpunk. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Mein Gott, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Also an diesem Kongress nehmen nicht nur Bekannte, sondern auch Unbekannte teil, die wir gefunden haben in der ganzen Republik, aber auch im Ausland. Das heißt, wir gucken viel herum, welche Personen besonders interessant sind und besonders wild, und die werden wir da finden. Unsere heimischen Künstler sind natürlich auch dabei. Davon gibt es Frau Kraushaar, DJ Patex, es gibt aber auch Rocco Schamoni. Ich bin ein alter Junkie. Du bist ein junges Mädchen, wir gehen neue Wege. Und Carsten Friedrichs von der Band Superpunk, und der wird dort auflegen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ich bin begeisterter Hobby-DJ und freue mich da endlich mal wieder Platten aufzulegen. Und ja, Musik ist natürlich für mich und für viele andere Leute vermutlich auch die schönste Nebensache der Welt. Und deswegen ist so ein Kongress, wo man Musik hören kann, aber auch über Musik reden kann, natürlich sehr gut. Der Kongress findet im Westwerk in der Admiralitätsstraße statt und somit im Herzen von Hamburg. Wer eine gute Absteige braucht, kann ins Steigenberger gehen. Ansonsten kann er in der Superbude schlafen, also mitten in der Stadt. Und da treffen wir uns mit vielen Referenten ungewöhnlicher Art, aber auch vielen Musikern, Lesenden und anderem interessierten Publikum.